Das Brief von Flimmerheisen. In wenigen Wochen ist er bei Reserglis. Willkommen in der Bummifunk-Gemeinde. Drücken Sie die Nachrichtenglocke und abonnieren Sie den Kanal. In naher Zukunft werden wir Binder sehen können, von denen angenommen wird, dass es sich um Flimmerheisen und Reserglis handelt. Bald treten die beiden gemeinsam auf. Darauf freuen wir uns, wollen und freuen uns den Tag darauf. Uns Ultima weiterentwickeln zu können. Sich auf alles und die Zeit zu beschränken und Flimmerheisen und Reserglis zu sehen, kann ein wunderbares Gefühl des Zusammenseins geben, ohne das Ego zu verändern. Und selbst warte ich nur noch auf Binder, von denen man annimmt, dass sie Flimmerheisen und Reserglis sind, die dieses Jahr zu Weihnachtenband zusammen erscheinen werden. Und tatsächlich, wenn Flimmerheisen und Reserglis dieses Weihnachten zusammen aufgetreten wären, hätten wir eine wirklich schöne Liebe zusammenbringen und ein schönes Dasein werden können. Neben Flimmerheisen und Reserglis wird es immer ein Bild geben, das der Liebe der Fans entspringt. Alle sind dafür. Ebenso haben Flimmerheisen und Reserglis nach und nach Dinge weiterentwickelt, damit sie nicht allzu viel über diese Leidenschaft nachdenken müssen. Unsere Gefühle finden Leidenschaften so lange ziemlich hoch, genau wie das Wind, das wir in den beiden immer noch willkommen heißen. Ist das der Moment, in dem wir spüren, dass Liebe eine Zeit des Gebens und Nebens ist. Anstatt es zu versuchen, werden wir in der Lage sein zu fühlen, was eine schöne Liebe ist und wie wird ein Gefühl für das Publikum in Zukunft zum besten Gefühl gewinnt. Eines Tages brauchen Flimmerheisen und Reserglis vielleicht nicht mehr zu verbergen. Denn ich habe gesehen, wie sich anmählich die Extravaganz ihrer Liebe entwickelt hat. Es ist wahrscheinlich auch eine der Freuden, auf die sie sich freuen, gemeinsam zu haben. Anstatt dass wir uns beide so um irgendetwas füreinander sorgten, hatten wir heute auch das Gefühl, dass es vielleicht eine tiefere Einsicht in das war, was so schön lief und sich so viele Menschen wünschen. Flimmerheisen hängt Händchen mit Reserglis und wird dieses Weihnachten nie getrennt sein. Dies ist wahrscheinlich auch ein Dreh und Angebot für ihn, um zu einer Hochzeit beide zu führen. Flimmerheisen wünscht und denkt immer sehr an Reserglis, weil ich sehe, dass die beiden eine hübsche Liebe sind, läuft alles nach den Erwartungen des Publikums. Deshalb finden Flimmerheisen und Reserglis den Zuschauern nicht mehr so begehrte Fäden. Wir müssen nur so einen Spaß kriegen, dann kann ich glauben, dass es die schönste Liebe ist. Warum also nicht Flimmerheisen und Reserglis mehr ärgern und vertrauen?